Willkommen im evangelischen und katholischen Religionsunterricht an der Max-von-Laue-Oberschule. Wir möchten den Schülerinnen und Schülern unserer Schule unabhängig von ihrer Konfession und religiösen Prägung Raum geben, um die großen Fragen des Lebens, woher komme ich, wohin gehe ich, welche Werte und Normen leiten mein Handeln, unter der Voraussetzung zu stellen, es gibt einen Gott. Unsere Themenauswahl erfolgt auf der Grundlage der Rahmenlehrpläne für den evangelischen und den katholischen Religionsunterricht. Uns Religionslehrern an der MVL ist der Aspekt des ganzheitlichen Lernens in den unterschiedlichen Lernbereichen ein besonderes Anliegen. Wie dies geschieht, zeigen im Folgenden einige Beispiele aus dem Unterricht. Wir entdecken Kirchenräume mit all ihren besonderen Ausstattungselementen, deren Ursprung und tiefere Bedeutung wir kennenlernen. Höhepunkt im evangelischen Religionsunterricht ist die Gestaltung eines Gottesdienstes zum Buß- und Bettag und am Reformationstag. Die katholischen Schülerinnen und Schüler besuchen Schülergottesdienste bzw. nehmen an Jugendveranstaltungen des Erzbistums Berlin teil. Die Feste des Kirchenjahres sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil unseres Unterrichts. Oftmals vertiefen wir unser Wissen durch kreative Gestaltungselemente. Wenn es um die Sakramente der beiden christlichen Kirchen geht, begeben wir uns mit den Schülerinnen und Schülern auf die Suche nach dem, was uns heilig ist, um zu verstehen, dass Gott in den Zeichen, die die Kirche uns anbietet, gegenwärtig ist. Spannend, was die Schülerinnen und Schüler uns in diesem Zusammenhang über Dinge erzählen, die ihnen hoch und heilig sind. Grundlage unseres christlichen Glaubens sind Tod und Auferstehung Jesu. In diesem Zusammenhang lernen wir die Grundlagen der Auslegung und Deutung biblischer Texte kennen und bringen im Anschluss unsere Ideen gestalterisch zum Ausdruck. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod und Sterben erfolgt in einem umfassenden Projekt mit dem Bestattungsunternehmen Grieneisen. Die Erinnerungskultur stellt im evangelischen Religionsunterricht einen besonderen Schwerpunkt dar. Der Besuch des Stasi-Gefängnisses in Hohenschönhausen und der Kapelle der Versöhnung an der Bernauer Straße, der Projekttag zum Holocaust-Gedenken am 27. Januar in Kooperation mit dem Geschichtsunterricht und die Gedenkstättenfahrt nach Theresienstadt und Auschwitz sowie der Besuch des Konzentrationslagers Sachsenhausen gehören zu den unverzichtbaren Elementen. Die alljährliche Wittenbergfahrt der Achtklässler in Kooperation mit den Geschichtslehrern findet jeweils im Herbst statt. Besondere Höhepunkte des Religionsunterrichtes beider Konfessionen stellen die zahlreichen Auslandsreisen dar. Rom, Neapel, Amalfi, Paris. Hierbei begeben wir uns auf die Suche nach den Spuren der frühen Christen im Rom, lernen weitere Elemente der Kirchenbaugeschichte kennen, nehmen in Paris an einer Führung auf den Spuren der Hugenotten teil und besuchen Gottesdienste. Aber auch die Auseinandersetzung mit dem Gebet und dem klösterlichen Leben stehen im Zentrum unseres Interesses. Wir besuchen Klöster in Berlin und leben, beten und arbeiten 5 Tage mit den Mönchen von Thésée und 3000 Jugendlichen aus den unterschiedlichsten Nationen im französischen Burgund. Die Schülerinnen und Schüler erleben Tage der Stille, des Hörens und Betens, und es ist deutlich zu spüren, dass diese Tage unsere Schülerinnen und Schüler nachhaltig beeindrucken.